Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der August ist vorbei und wenn wir uns hier in die ins Skript reinschauen, war der August offensichtlich ein sehr starker Monat für Fintech, stärker als der Juli und der Juni. Und den möchte ich jetzt insofern mit dem André besprechen. Hallo André. Hallo Jochen. Und wir wollen mal die News anschauen, was alles passiert ist und starten mit PayPal. Da haben wir auch einen Artikel bei Payment Banking geschrieben. PayPal hat die nächste Runde im Kryptobereich gestartet, nämlich sie machen jetzt einen Stablecoin. Wie gesagt, wir haben einen Artikel bei Payment Banking dazu geschrieben und unsere Meinung dazu geteilt. Wir waren jetzt etwas skeptisch, dass PayPal es tatsächlich schafft, das zu machen, wo sie im Web 2.0 Sachen schon verpasst haben. Aber André, was sagst du denn zum Stablecoin? Ich glaube, das ganze Thema Stablecoin ist einfach eins, worauf gerade der ein oder andere springt und das aus gutem Grund. Ne? Die Zinswende auf der einen Seite und regulatorische Klarheiten auf der anderen Seite und halt der Erfolg von zwei, drei anderen, vor allen Dingen einem anderen Tether und dem anderen Circle von anderen Stablecoins aus den USA zeigen halt, dass es dafür einen Markt gibt. Momentan vor allen Dingen halt in der Decentralized World oder ja, manchmal ist es ja schon auf der zentralen Kryptowelt. Ob PayPal jetzt darin eine große Rolle spielen wird, let's see. Das, was sie ja gemacht haben, ist im Grunde genommen ein White-Label-Produkt von Paxos zu benutzen und sowohl die technische Infrastruktur als auch das, was man eigentlich dafür in Richtung Developer-Ökosystem benötigt, eins zu eins zu kopieren. Und Paxos ist ja so eine Art, ja, wenn du so willst, Stablecoin-as-a-Service-Anbieter und das nutzen sie. Wenn man das Ganze konsequent denkt für PayPal, könnte da natürlich ganz, ganz viel hinter oder könnte da ganz viel mit möglich sein. Aber das würde halt bedeuten, dass PayPal halt auch sehr viel Engagement da reinstecken müsste. Und du hast es, glaube ich, auch kommentiert, dass viele Use Cases, die tendenziell für einen Stablecoin relevant oder für einen Stablecoin denkbar sind, eigentlich bei PayPal schon über traditionelle Wege, Kreditkarten in Europa, viel Lastschriften, Peer-to-Peer, über halt dann auch über das ganz normale Settlement, die ganz normalen Settlement-Wege eigentlich schon gelöst sind. Und ich glaube, wenn man das Ganze auf einer grünen Wiese ansetzen würde, hätte das unglaublich viel Potenzial. Die Frage ist, ob wirklich diese Nutzungs die Größe oder die Größe des Vorteils eines Stablecoins im PayPal-Ökosystem so groß ist. Das kann natürlich sein, und du hast es ja schon ganz, ganz früh, als du damals noch in der Games-Welt mal gearbeitet hast und da Payment gemacht hast, gemerkt, dass es durchaus gerade auch in der Games-Welt vielleicht dann auch Anwendungsfälle vielleicht auch für ein Stablecoin gibt, weil man vielleicht In-Game-Items oder sowas kaufen will. Für sowas kann ich es mir vorstellen, weißt du? Also dass es halt nicht in das ganz normale Geschäft reinkommt, wo wir gerade so sofort erstmal drüber nachdenken, sondern bei bestimmten Merchants, die PayPal heute schon hat, plötzlich die Funktionalitäten eines Stablecoins vielleicht dann relevant sind und dann dort doch eine Relevanz für PayPal daraus entstehen könnte. Lange geantwortet, so ein bisschen hin und her gerissen, verstehe, warum sie es tun. Ich glaube, der Aufwand war nicht allzu groß, weil White Label bzw. halt As-a-Service-Produkt wird das ganze PayPal-Business auf den Kopf stellen und einen totalen Schub bringen? Das glaube ich nicht. Wie siehst du es denn? Ja, ich glaube auch nicht. Das ist für mich wieder so ein typisches Corporate-Blockchain-Projekt. Wann immer irgendwelche Corporates was mit Blockchain machen, höre ich im zweiten Satz schon nicht mehr zu, weil es einfach ein Projekt ist, ich muss jetzt auch irgendwas mit Blockchain-Bullshit-Bingo machen. Und das ist letztendlich genau das Gleiche jetzt bei PayPal. Ich muss jetzt irgendwie was mit Krypto machen und mache da so ein Stablecoin. Du hast sehr weit ausgeholt mit In-Game-Currencies etc. Aber PayPal selbst hat ja eine schöne Pressemitteilung rausgegeben. Der CEO hat schön bei LinkedIn geschrieben, warum sie das machen und was für Probleme sie glauben, damit zu lösen. Und das ist nicht das, was du gerade eben erklärt hast mit In-Game-Währung. Da bin ich sogar bei dir. Das wäre ein möglicher Use Case. Aber das sagt PayPal gar nicht. PayPal sagt, nee, wir wollen da Cross-Border-Payments machen. Wir wollen Instant-Payment machen.
Für Cross-Border brauche ich mehr als nur eine US-Dollar-Stablecoin. Und Instant ist PayPal seit Tag 1. Aber Jochen, ich glaube, das, was dann gesagt wird und was dann gemacht wird, muss ja nicht immer das Gleiche sein. Und das, was gesagt wird, ist möglicherweise etwas, was in der Presse besser ankommt, als wenn du darüber redest, dass du irgendwas in Games machst. Was ich eigentlich gerade damit sagen wollte, ist, möglicherweise wird es dann doch ein Erfolg, weißt du, so es wird dann vielleicht doch relevant, aber die Use Cases, die erstmal gesagt werden, müssen möglicherweise nicht die sein, die dann wirklich zum kommerziellen Erfolg führen. Das mag sein, aber dann ist die PR-Strategie ein Desaster. Es kann doch nicht sein, dass ich ein neues Produkt launche, groß der Börsenkurs abgeht und ich eigentlich das, was ich damit bezwecken will, nicht kommuniziere. Also dann, wenn das der Fall wäre, würde ich sofort die PR-Leute entlassen. Wir reden ja aber auch weniger über die PR-Strategie von PayPal, sondern darüber, ob wir glauben, dass es halt eine Relevanz im PayPal-Ökosystem bekommen kann, beziehungsweise ob PayPal damit nochmal in bestimmten Bereichen von Merchants vielleicht sogar nochmal Marktanteilsgewinne landen kann. Weil worum geht es bei PayPal? PayPal hat mittlerweile eine sehr, sehr starke Sättigung erreicht. Ja. Und sie müssen halt in andere bestimmte Bereiche hineinwachsen. Und deshalb verstehe ich halt, was sie da tun. Also sie brauchen ja weitere Wachstumsschübe. Und wenn sie halt im normalen Web 2.0 heute nicht mehr ganz, also bei normalen E-Commerce und sowas nicht mehr ganz, nicht mehr so wachsen können wie bisher, dann musst du halt in neue Bereiche reingehen. Und dafür, glaube ich, ist halt so ein Weg über einen Stablecoin, der, nochmal gesagt, vom Aufwand wahrscheinlich überschaubar war in der Implementierung und wo ein guter Business Case hintersteckt. Also nochmal, der Zins, der halt dort auf den hinterlegten Geldern für PayPal rausspringt, ist einfach auch schon mal ein geiler Business Case. Also insofern, ich glaube, so dumm ist es nicht, das zu machen. André, also ja, da ist ein schöner Business Case dahinter, unter der Voraussetzung, dass der Stablecoin genutzt wird und Volumen und Skalierung bekommt. Um Volumen und Skalierung bekommen, muss ich ein Problem der Kunden lösen. Wenn ich kein Problem der Kunden löse, habe ich kein Volumen und dann ist der Business Case auch null. Du guckst halt auf das Bestandsgeschäft, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass da nicht sofort die Use Cases herkommen. Ja. Aber möglicherweise gibt es eine gewisse Merchant-Zielgruppe, wo das eine Relevanz hat, die vielleicht gar nicht so klein sind und die wir beide vielleicht gerade unterschätzen. Ja, und also ich möchte Stablecoins gar nicht schlecht reden. Ich glaube sehr an Stablecoins. Ich glaube nur nicht an Corporates, die Stablecoins mal nebenher mitmachen. Ich glaube eher, dass die bereits erwähnten Circles und Tethers, die 24 Stunden an Stablecoin-Use-Cases denken und nichts anderes machen, dass die viel erfolgreicher werden, als alle Paperless jemals werden könnte. Und es gibt ja diverse Beispiele, auch das haben wir im Artikel geschrieben, wo PayPal ja versucht hat, die Wertschöpfung zu erweitern, was sehr nah an der Kernzielgruppe da ist und da auch schon gescheitert ist. Das war ja der Grund, warum ich gerade über die grüne Wiese gesprochen habe, wo dann die Use Cases sofort ins Auge springen. Mal gucken, wann halt ein Stripe ein Stablecoin rausbringt. Oder exakt. Den würde ich mir jetzt zutrauen. Genau. Ja, hätten wir vielleicht mal Philipp und Kasper die Frage im letzten UMR-Podcast stellen lassen sollen. Ja. Ja. Apropos PR-Überraschung, wir haben eine Meldung, dass Klarna sich von Cosma verabschiedet. Das ist das Open Bank, die Open Banking Plattform. Habe dann aber nochmal eine extra Nachricht von der PR-Abteilung von Klarna bekommen, dass sie nur die Business Unit, dass sie nicht mehr Cosma heißt, sondern das Produkt. Und sie sind insofern nicht von dem Produkt verabschieden, sondern nur der Business Unit-Name ändert sich. Alleine das ist schon ein bisschen kurios, dass man eine PR rausgibt, die falsch verstanden werden kann und dann nochmal korrigiert werden muss. Also wie auch immer, die Open Banking Plattform von Klarna, Cosma wird es weitergeben, aber irgendwie wohl unter anderem Namen. Ja, was soll ich dazu sagen? Dass sie die Technologie nicht abstoßen, ist, glaube ich, klar, weil das, was dahinter steckt, ist ja eigentlich das, was Sofortüberweisung damals in Deutschland gemacht hat und was die Grundlage war. Und das wird auch heute immer noch die Grundlage von dem sein, was heute jetzt nicht mehr Cosma heißt. Und dass das nicht weg ist, ist, glaube ich, wie gesagt, klar, weil Kern von Klarna. Ob sie das weiter als Produkt verkaufen und nicht nur als Teil ihrer Infrastruktur selber nutzen, let's see. Ich glaube, damit so richtig erfolgreich waren sie, glaube ich, bisher nicht, dass sie selber als Open Banking Player aufgetreten sind. Dann gab es noch eine weitere Meldung, auch von Klarna, dass sie jetzt weitere Tagesgelder anbieten wollen. Auch klar, in der Hochzinsphase, die wir momentan haben, dass es bei Klarna dann auch relevant sein kann. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wie das mit diesen Sparpools zusammenhängt, dass wir jetzt gemeinsam einen Sparpool anlegen und gemeinsam auf Zinsen gehen, auf Zinsjagd gehen. Ich glaube, ich bin zu alt.
Ich denke da nur so an die komplexen Dinge wie Sparerfreibetrag und die ganzen Steuern, wie das dann bei so einem Pooling möglich ist. Aber sag dir, wir sind zu alt. Mal gucken. Du denkst über Dinge nach. Ja, egal. Das sind leider die furchtbaren Dinge, die mit so einem komischen Tagesgeldkonto immer verbunden sind. Du denkst gerade immer nur über Zweitschriften nach, weiß ich doch genau. auch darüber denke ich nach, genau. Lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Wir hatten ja schon, ich glaube, im vorvorletzten Podcast, als es announced wurde, darüber gesprochen, dass Nexi sich an Computop beteiligt. Das hat sich jetzt quasi finalisiert. Der Deal ist geclosed. Und es sind insofern 30% Anteile, die jetzt Nexi an Computop hält. 10%, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, gehen in die Company rein. Und jeweils 10% werden von den beiden Gründern gekauft, die quasi jetzt da ein bisschen auscashen. Also insofern 70% haben die Gründer weiter und 30% jetzt Nexi. Was sagst du dazu? Haben wir ja schon alles zugesagt. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal kommentieren sollen. Glückwunsch nach Bamberg. Glückwunsch an die Kollegen Arnold Gladys, dass sie das jetzt gemacht haben, dass sie es weiterhin nicht komplett verkauft haben, halte ich, glaube ich, auch für schlau. Und Nexi ist halt mittlerweile echt ein relevanter und immer größer werdender europäischer Player. Und so ein PSP aus Deutschland, der sich vor allen Dingen auf bestimmte Merchants und bestimmte Arten von Merchants konzentriert hat, ist, glaube ich, nicht schlecht in so einem Nexi-Umfeld. Und jetzt merkt man halt, dass mehr oder weniger 2 bis 3 europäische Player noch da sind. Und jetzt gehört Computop bald auch dazu. Ja, bleiben wir bei deutschen PSPs. Unser, die ehemalige Heidelpay, die von KKR vor ein paar Jahren übernommen wurde von einer anderen Private Equity Gesellschaft, Anacap, die geht jetzt von KKR an die Gläubiger weiter. Wir haben ja da irgendwie diese übliche Problematik, dass Private Equity Player das leveragen über Fremdkapital und das dann in die Company reingeben. Offensichtlich ist es bei uns, oder natürlich ist es bei uns ja auch so passiert, nur offensichtlich hat man nicht mit der schnellen Zinswende gerechnet, sodass natürlich dann die Zinszahlungen an die Schulden, an die Gläubiger zu kompliziert und zu teuer wurden. Und das hat jetzt zu einer Umstrukturierung geführt. Deswegen sind die Gläubiger jetzt im Eigenkapital, KKR nur noch Minderheitsgesellschafter. Aber trotzdem gibt es unser weiter und ich glaube, das hat ein bisschen auch zu einer größeren Flexibilität jetzt geführt, weil die haben, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten sehr stark über ihre Liquiditätssituation nachdenken müssen, die Kollegen von unser. Wenn du, ich will nicht besserwisserisch wirken, aber als KKR damals eingestiegen ist, das war ja, glaube ich, der zweite Schritt, davor war ja schon mal ein anderer Private Anacap, Equity. Ja. Anacap war, glaube ich, kurz vorher reingegangen und dann irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr später oder sowas KKR. Ich glaube, da haben wir sogar schon damals im Podcast drüber gesprochen. Es war für uns ein Rätsel. Why? Und das zeigt ja gerade weiterhin, dass es nicht so richtig, richtig geil läuft. Das ist zwar jetzt mittlerweile ein Laden, der echt eine Größe hat und auch echt eine Relevanz vom Marktanteil hat, aber so richtig rund läuft es noch nicht. Ich drücke Katrin die Daumen, dass sie das auf die Reihe bekommen. Aber gleichzeitig bin ich weiterhin... glaube ich weiterhin, dass da so ein paar Sachen irgendwo noch im Argen liegen aus der Vergangenheit. Das ist, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ein Unternehmen gewesen, was gerade in den Anfangszeiten von E-Commerce und von Online-Payments einfach auch Geschäfte gemacht hat, die damals der eine oder andere halt gemacht hat. Und sie waren halt sehr geschickt da drin. Und sie haben halt schon immer sehr stark auch Cross-Border-Payments gemacht und Kunden in Luxemburg ongeboardet. Das war halt immer sehr, wie soll man das sagen, bauernschlau. Und ich glaube, diese Bauernschleue, die sie zum Erfolg, in Anführungszeichen, geführt haben, rächt sich, glaube ich, heute immer noch so ein bisschen. Und ich glaube, das hat der ein oder andere damals auch vielleicht in der Due Diligence nicht so richtig erkannt, was genau hinter dem Payment-Volumen hintersteckt und wo diese Umsätze und vor allen Dingen wo auch die hohen Margen, die sie hatten, und das lag, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass sie halt sehr viel über Cross-Border gemacht haben, herkam. Und ja, dass sie halt bestimmte Kundengruppen hatten, die halt eher aus einem Bereich kamen, die halt bereit sind, auch für Payments ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja, und deswegen ist ja die BaFin auch reingegangen. Und meines Wissens ist immer noch die Hürde hinsichtlich, dass die deutsche Entity keinen neuen Kunden aufnehmen kann und das BaFin-Problem immer noch nicht gelöst ist. Ja. Bleiben wir beim PSP-Geschäft. Payoneer, der amerikanische Fintech-PSP, bei dem auch unsere Kollegin Julia, die PEX mitorganisiert, Head of Marketing ist für
Deutschland oder Europa, ich weiß gar nicht. Payoneer übernimmt Spot, wie auch immer, ein Echtzeit-Datenanalyse-Fähigkeitsunternehmen, um ihre KMUs damit zu beglücken und das Wachstum zu unterstützen. Ja, Risikomanagement auf Basis von Echtzeit-Datenanalyse ist, glaube ich, gut, muss man tun. Ich glaube, das wissen wir ja beide, dass es einfach ein wesentlicher Teil eines Payment-Service-Provider-Businesses ist, dass du halt Fraud und Risiko managen kannst. Und wenn du da Technologien kaufen kannst und das übernehmen kannst, ist es, glaube ich, nicht so dumm, dass nicht immer nur von Dritten einzukaufen, sondern wirklich auch im eigenen Haus zu haben. Und die positionieren sich ja ganz klar auch als Technologieunternehmen. Absolut, absolut. Und letztendlich die Zeit, wissen wir ja auch, denk mal an Frogster, die in Berlin waren und insolvent gegangen sind. Die Zeiten dafür, sowas einzukaufen, sind, glaube ich, besser denn je, um gute Deals zu machen. Gehen wir weiter. Die deutsche Börse will Funds DLT übernehmen. DLT, da sind wir schon wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, Corporate-Projekte mit Blockchain. Das ist ein Luxemburger Unternehmen. Ob das jetzt DLT, Distributed Ledger Technologie ist oder was anderes, keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall im Rahmen der Fonddistribution da dieses Unternehmen nutzen. Und es heißt, wollen sie ganz übernehmen, wahrscheinlich waren sie da schon drin, oder? Genau, sie waren schon beteiligt die ganze Zeit. Und es ist natürlich einfach auch wirklich eine interessante Frage, wie sich halt die Wertschöpfungskette, die wirklich in der Fondswelt sehr, sehr lang ist, möglicherweise mit anderen Technologien verändern lassen kann. Und das ist keine kurzfristige Wette, sondern wenn du darüber nachdenkst, wie sich das gesamte Ökosystem, die gesamte Wertschöpfungskette im Fondsgeschäft verändern kann, dann kann halt so etwas wie Distributed Ledger Technologie schon eine Rolle spielen, weil du in der Tat in der Lage bist, den einen oder anderen Player rauszunehmen. Und das ist erstmal so zu Funds DLT gesagt und finde aber viel spannender, ehrlich gesagt, 5 Euro, was die deutsche Börse seit einigen Jahren jetzt mittlerweile macht, dass sie halt mehr und mehr Unternehmen sich erstmal beteiligen und dann halt auch übernehmen. Also das haben sie bei der Crypto Finance AG aus der Schweiz gerade gemacht, da haben sie es genauso getan, haben sich gerade auch bei dem, was ist das, dänischen oder schwedischen Financial Technology Unternehmen, hat den Namen gerade wieder vergessen, beteiligt. Also die beteiligen sich gerade wirklich in die Wertschöpfung hinein und das finde ich wirklich interessant, weil die Börse es halt schafft, auf die Art und Weise ihre eigenen Produkte und ihre eigenen Dienstleistungen in diese Unternehmen mit reinzubekommen und ihre Relevanz für die Zukunft hoffentlich zu sichern. Also ich halte das wirklich für sehr geschickt, was die da in Sachen M&A tun und wie sie sich halt in die neuen Player rein integrieren, beziehungsweise die neuen Player in sich rein integrieren. Ob das immer klappt, ob jedes von den Unternehmen dann auch nachträglich noch erfolgreich ist, aber wird man sehen. Ich glaube, bei 360T hat man gesehen, dass es funktionieren kann. Also die haben sie ja auch zu 100% übernommen, lassen sie trotzdem unter eigener Marke weiterlaufen. Bei 360X jetzt nicht so sehr bislang? Ist ein neues Unternehmen, hat aber bei 360T, wenn du dich erinnerst, ja, halt auch, also nicht nur, auch nicht nur 3 oder 4 Jahre gedauert, bis es erfolgreich war, sondern halt auch eher eine Dekade. Und insofern, das sind ja alles keine Sachen, was ich gerade schon sagte, die kurzfristig sofort zum Erfolg führen, sondern eher mittel- bis langfristig. Also insofern halte ich das für wirklich gut. Und ich meine, überleg, was wir immer gesagt haben. Wir haben uns immer gefragt, warum deutsche Unternehmen nicht mehr M&A machen und halt auch ein Stück weit vielleicht sogar Equity-Hires machen, wenn das ganze Unternehmen dann nachher nicht mehr funktioniert. Bei der deutschen Börse kann man, glaube ich, nicht sagen, dass sie es nicht tun. Und deshalb darauf finde ich viel mehr den Fokus zu richten, ist interessant, als über die Firma Funds DLT im Kleinen zu sprechen. Absolut. Und vor allem, was ich bei denen sehr gut finde, ist, dass die eben nicht extrem frühzeitig in so ein Startup reingehen und so ein Startup mit den Corporate-Prozessen dann eher kaputt machen, sondern bewiesene große Wetten auch zu hohen Ticketpreisen dann übernehmen. Ja, ich glaube beides, ne? Ja. Ich würde sagen beides. Also du siehst es bei 360X, da sind sie früh reingegangen, aber ich glaube, sie sind aber auch in der Lage mittlerweile, das auch zu managen, dass man halt nicht erdrückt. Und sie haben es ja scheinbar bei Funds DLT auch, wie du es gerade schon erwähnt hast, früh getan. Also ich glaube, sie sind jetzt nicht unbedingt, ich glaube, die haben auch gelernt, dass man nicht sofort die komplette Corporate Governance auf ein Startup drauf wirft, wenn man halt 15% hält. Ja, und ich finde, das unterscheidet die deutschen Börsen noch von vielen großen anderen Finanzdienstleistungs-Corporates in Deutschland, die sich bei großen Übernahmen immer noch sehr schwer tun. Also die machen alle kleine Investments, die sie dann sofort wieder abschreiben, aber wirklich große Übernahmen, namhafte Übernahmen von
Banken, Versicherungen habe ich bislang irgendwie nicht gesehen. Das ist eigentlich nur die deutsche Börse, oder? Ja, ja, lustig. Also ich habe gerade auf LinkedIn, während ich auf dich wartete, noch eine Meldung gesehen, dass eine sehr, sehr große deutsche Bank gerade scheinbar in Gesprächen darüber ist, möglicherweise in einen großen Neo-Broker einzusteigen. Also deshalb, das fand ich halt schon mal interessant. Das wäre dann mal was. Also man weiß, das wäre mal was, ja. Mal gucken, ob es dazu kommt. Genau. Gehen wir doch zum nächsten. Check24 und ich weiß nie genau, wie man die ausspricht. Ivoca oder wie auch immer. Also der KMU-Finanzierer, einer der vielen KMU-Finanzierer, macht eine Kooperation, macht total Sinn, dass wenn ich jetzt eine Kreditanfrage als KMU habe, eben auch auf Check24 gehe und dann da zu Ivoca weitergeleitet werde. Ja, alles gesagt. Macht Sinn. Und vielleicht ganz kurz, und zeigt wieder, wie Check Vertical für Vertical, also Produkt für Produkt, auf die Plattform draufbringt. Es ist einfach. Und dann wirst du halt irgendwann sehen, dass möglicherweise dann die C24-Bank nicht nur Privatkundenkonten anbietet, sondern möglicherweise auch KMU-Konten anbietet. Ja. Also das ist wirklich eine unfassbare Maschine. Ja, absolut. Also sehr beeindruckend, die Success-Story von denen. Dann Pliant aus Berlin, das Fintech, die im Grunde so Art Kreditkarten, Corporate-Kreditkarten rausgeben. Haben nicht nur Art, sondern die kommen, ja. Aber ich weiß nie so genau bei diesem Startup, wo es startet und wo es endet. Teilweise sind es auch Processor und machen das dann auch für Dritte und geben nicht nur die Karten raus, sondern machen dann die Hintergrunddienstleistung. Deswegen bin ich da so immer so ein bisschen 100%, nie 100% klar, was die jetzt nun ganz genau machen und sich abgrenzen. Auf jeden Fall, hier sind sie jetzt jedenfalls Visa Principal Member. Genau. Die haben jetzt eine E-Geld-Lizenz bekommen und sind jetzt Visa Principal Member und haben im Grunde das auch kopiert, was Moss als direkter Wettbewerber auch schon vor, glaube ich, einem halben Jahr bekommen hat, nämlich so eine E-Geld-Lizenz. Ich finde das ehrlich gesagt beeindruckend, was Malte und sein Team da hinbekommen haben, weil sie waren wirklich nicht der Erste und haben es trotzdem hinbekommen, wirklich relevant zu werden. Und die scheinen das wirklich gut zu machen und sie scheinen ja wirklich auch guten Wachstum hinzubekommen. Und das ganze Thema dieser Small Medium Business KMU-Kreditkarten scheint wirklich mehr und mehr zuzunehmen. Und ich weiß nicht, ob die normalen Banken das komplett verpennt haben, diese Art von, wie soll ich sagen, Service für ihre mittleren und kleineren Kunden. Weil das Interessante ist ja, dass es nicht die Kreditkarte ist, sondern das, was da eigentlich passiert, ist ja im Grunde genommen eine Vorbereitung für die Buchhaltung, eine Vorbereitung für die ganze Finanzverwaltung, dass du halt die Kreditkarte im Grunde genommen als Unterkonto benutzt. Und das finde ich halt das Interessante daran. Und deshalb ist es halt auch so wichtig für diese Unternehmen, dass sie halt sehr, sehr nah und also weit in der Wertschöpfung Richtung des Kreditkartenunternehmens kommen, weil sie halt nahezu unendlich viele Kreditkarten rausgeben wollen und natürlich auch relativ viel. Und das ist halt der Vorteil bei diesen KMU-Unternehmen, an der da noch relativ hohen Interchange verdienen möchten. Also Glückwunsch und bin wirklich beeindruckt, was Malte, der ja witzigerweise von Aux Money kam, da aufgebaut hat. Absolut, absolut. Und also alle Banken haben Kreditkarten für KMUs, das ist Standard, nur da endet es halt. Und alles andere ist dann halt nicht mehr Banking, sondern Software und dann tun sich halt die Banken damit schwer. Das meine ich so ein bisschen, ne? Also dass du eine Kreditkarte rausbringst, ist klar, aber du kriegst dann irgendwie eine oder zwei oder sowas, dann musst du schon irgendwie sozusagen, und dann fragen dich Banken wahrscheinlich darum, warum brauchst du fünf? Und hier geht es ja darum, dass die sagen, ey, du kannst 100, 200, 500 Kreditkarten Nummern haben, du kriegst ja kein Plastik mehr, aber das ist dann halt sofort dann, was ich gerade schon sagte, Unterkonto und damit hast du halt einen unfassbaren Effizienzgewinn in der Buchhaltung geschaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, das super Interessante daran. Ja. Gehen wir weiter im KMU-Segment. SumUp, die ja diese Impost-Terminals machen, haben ein... Ey, ich war wieder so beeindruckt, Jochen. Ich war gerade unterwegs am Wochenende wieder in Dänemark und auch, ich war segeln. Und in jedem fucking Restaurant, in jeder fucking Bar muss ich immer an Marc denken, weil, also Marc Christ, ein der Gründer von SumUp, weil dort ein SumUp-Terminal steht. Also es ist wirklich echt beeindruckend, gerade, und nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Frankreich im Sommerurlaub, überall siehst du SumUp-Terminals. Also es ist wirklich echt beeindruckend. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Absolut, kann ich nur bestätigen vom letzten Italienurlaub, da war das auch so, da waren überall die Sunup Terminals. Aber wenn wir bei dem Thema schon sind, kleiner Kaviat, es gibt hier in Bonn eine Eisdiele, wo man eigentlich nur mit Karte bezahlen soll. Also das Cash eigentlich verboten, nur mit Karte. Eine sehr, sehr gute Eisdiele, Eislabor heißt die. Und die haben dieses Empos-System, wo du mal früher gearbeitet hast. N4. Und da hatte ich jetzt ein interessantes Problem, weil das Kassensystem ist offline gegangen. Und das Kassensystem hat keine Offline-Fähigkeit. SumUp kann Offline-Transaktionen machen, N4 offensichtlich nicht. Und wie sind wir dann auseinandergegangen? Ich habe dann eine PayPal P2P-Zahlung vor Ort gemacht, um mein Eis zu bezahlen, weil Cash ging ja nicht. Also insofern, der Teufel liegt im Detail. Ja. Aber zurück zu SumUp. SumUp gibt eben nicht nur diese Empos-Terminals raus, sondern SumUp macht auch Kreditlinien, also Cash Advance für die Händler. Also dass die Händler, bevor sie die offizielle Clearing Settlement von Mastercard und Visa bekommen, schon das Geld bekommen können. Also quasi Working Capital Finanzierung. Das ist ein extrem spannendes Thema, was eigentlich alle großen Corporate Banken unbedingt machen sollten, weil das Risiko geht gegen null. Also das Risiko dahinter ist die Solvenz von Mastercard und Visa. Machen sie aber nicht. Deswegen tun sich diese Anbieter immer sehr schwer. Und jetzt hat SumUp einen Anbieter gefunden, nämlich Victory Park Capital. Die stellen SumUp 100 Millionen Kreditlinien zur Verfügung, um diese Cash Advance für die Händler zu machen. Gratulation an SumUp. Und liebe Corporate Banker, die hier zuhört, kommt mal endlich um die Ecke. Das ist ein extrem risikoarmes Geschäft. Aber ihr müsst halt mal ein bisschen um die Ecke denken. Also risikoarm ja insofern, du hast natürlich recht, weil das Geld ja in der Tat von Visa und Master kommt und vor allen Dingen, weil du halt diese unglaubliche Transparenz hast, weil du ja weißt, was da wirklich an Merchant-Transaktionen in der Vergangenheit und auch tagtäglich in Realtime da ist, ne? Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich etwas, was, wenn du sonst sehr, sehr häufig bei Banken bist, gucken die ja immer nur zurück und gar nicht auf das Jetzt. Und hier kannst du wirklich komplett auf das Jetzt gucken und diese kurzfristigen Kredite sind es ja eigentlich, die hier vergeben werden. Also insofern, ja, congrats mal wieder nach Berlin. Da war noch was dabei, das hast du, glaube ich, gerade überlesen, Jochen, und vielleicht darf ich das noch ergänzen. SumUp geht in seinen 36. Markt und gar nicht so klein, also jedenfalls von der Masse, von der Landmasse nach Australien. Also congrats auch dazu, dass sie jetzt auch, ich meine, die waren ja schon lange nahezu ganz in Europa und in Südamerika, ich glaube sogar in den USA, da glaube ich nicht so groß, aber Südamerika jedenfalls ja auch ganz groß und jetzt auch Australien. Ja, Gratulation. Dann, übrigens, weil wir gerade über PayPal gesprochen haben und Expansion von PayPal, es gab mal einen Marktführer in Europa, der hieß iSettle. Der war deutlich größer als SumUp. Deutlich größer als SumUp. Und dann hat dann diese viel größere Firma namens PayPal dieses iSettle übernommen, die übrigens auch in Australien ist und in Amerika und in Lateinamerika und in allen europäischen Ländern. Hast du jemals wieder was von iSettle gehört? Nee. So viel zum Thema Cross-Selling von neuen Finanzprodukten bei PayPal. Aber hast du jemals wieder was von PayPal generell am Point of Sale gehört? Außer in Edge Cases, wie du ihn gerade am Eissalon beschrieben hast. Nee, auch das nicht. Das ist vielleicht der gleiche Grund. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten, die im E-Commerce bestehen. Genau. Und bleiben wir am besten bei PayPal, weil PayPal hat auch ein PSP gekauft, Braintree, und wollte da außerhalb des PayPal-Geschäftes PSP-Geschäft machen. Da gab es einen anderen PSP namens Adyen, der das aber viel erfolgreicher gemacht hat, der auch PayPal bei eBay rausgeschmissen hat. Ich würde sagen, der größere Competitor für Braintree war, glaube ich, Stripe. Und noch Stripe, genau. Also Stripe und Adyen sind die beiden, die Braintree komplett in Schatten gestellt haben. Aber ich habe jetzt extra Adyen gesagt, weil Adyen, und das kommt zwischen meiner nächsten Meldung, Adyen hat die Börse etwas enttäuscht hinsichtlich ihrer KPIs, ihrer Finanzkennzahlen. Und da ist was passiert, was ich auch selten so sehe. Eigentlich sind die Zahlen okay, aber der Ausblick ist eher durchwachsen. Und da ist der Börsenkurs um 40%, 4-0 eingebrochen. Und dann am nächsten Tag nochmal weiter. Und insofern, das ist eine tolle Success-Story gewesen, die aber jetzt offensichtlich ein Ende hat, zumindest beim Börsenkurs. Ja, beim Wachstum, ne? Also ich glaube, ja. Dem Unternehmen geht es ja weiterhin nicht schlecht, aber die Börse will natürlich einfach immer Wachstumszahlen sehen. Und wenn du halt flat bist, bist du halt flat, dann hast du halt einen Börsenkurs, wie halt viele, viele große europäische Banken ihn halt normalerweise so haben über Jahre.
Und das ist halt scheinbar so bei Edin jetzt gerade auch. Die hat natürlich auch Sonderkonjunktur im E-Commerce während Corona. Und die Frage ist, wie wächst du halt gerade? Ne? Also im E-Commerce, klar, kannst du immer noch wachsen, aber Adyen ist ja wirklich dann auch in alle Segmente reingegangen, also auch an den Point of Sale. Und man sieht sie auch am Point of Sale, aber glaube ich noch nicht so häufig, wie man das vielleicht auch erwartet hätte. Ja. Also du siehst sie bei manchen internationalen Merchants, die möglicherweise aus Holland heraus oder sowas versorgt worden sind und dann halt auch in Deutschland und woanders sind. Aber ja, so richtig gewachsen sind sie da scheinbar nicht mehr. Und sie haben halt auch wieder Konkurrenz bekommen. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, sowas wie Molly, auch wiederum aus ja. Amsterdam kommt, kam daher. Dann ist so jemand, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie SumUp in einem kleineren Bereich unterwegs. Also so ein Selbstgänger ist es dann irgendwie nicht mehr. Weiterhin natürlich eine super erfolgreiche Firma. Aber vielleicht ist dann auch so etwas, was sie jetzt da auch gerade bekannt gegeben haben, neben dem, was du gerade schon beschrieben hast zum Börsenkurs, nämlich, dass sie eine SAP-Integration gemacht haben und jetzt SAP Customer Checkout basierend auf Adyen machen, vielleicht dann doch wiederum so eine Art, damit umzugehen, ne? Dass man jetzt nicht mehr nur auf die Kleinen geht, wo sie ja früher mal herkamen, sondern halt eher auf die Mittleren und Größeren, die halt mittlerweile SAP-ready sind, gehen und auf die Art und Weise indirekten Sales machen. Also ich glaube, sie auch die brauchen andere Art von Vertriebswegen. Absolut. Und das macht total Sinn, weil alle großen Corporates, alle großen Merchants haben SAP und da läuft hinten dran die ganze Konsolidierungs-SAP. Und dann das Payment von PSP mit SAP zu verbinden, ergibt nur Sinn. Also ich hatte damals riesen Hassles immer, als ich bei Bigpoint war mit dem Online-Spielanbieter, mein SAP-System mit den ganzen PSPs mehr zu verbinden. Das war mein Riesenaufwand. Wenn ich das out of the box bekomme, natürlich umso besser. Aber übrigens auch da, ich weiß noch, bei eine der ersten PEX-Konferenzen von uns hatte ich mal einen Anruf an eine Headhunterin, die mich zu SAP bringen wollte, weil SAP die Strategie hatte, ein PSP zu gründen mit einer eigenständigen Lizenz und einer eigenständigen Tochtergesellschaft. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ich muss jetzt nur gerade eben dran denken, weil offensichtlich auch da die Inhouse-Corporate-Entwicklung, Business-Development bei SAP nicht funktioniert hat und man jetzt doch wieder eher auf die Kooperation geht, statt es Inhouse hochzuziehen. Aber die haben doch ein paar Payment-Service-Provider gekauft. Also war das nicht irgendwie hier wie... Und die Shop-Systeme haben sie gekauft, nur nicht PSPs, ne? Sie hatten damals ein extra Spin-off gemacht mit dem eigenen... das Shop-System. Aber sie hatten einen eigenen PSP gestartet. Verstanden. Und von dem hat man nichts mehr gehört. Weiter geht's mit Bitpanda. 1 Million Kunden in Deutschland. Ja. Gratulation. Schaffen es wirklich, als deutschsprachiges Krypto-Unternehmen wirklich super erfolgreich zu sein, sowohl im B2C als auch im B2B, machen echt einen guten Job. Ja, und im Vergleich, Nuri, als sie dann irgendwie aus dem Markt ging, die ja im Grunde im gleichen Segment war, hatten ja PR-mäßig 500.000 Kunden, tatsächlich nur 300.000. Bitpanda jetzt mit 1 Million Kunden. Das sieht man, auch das habe ich ein paar Mal schon im Podcast hier gesagt, Bitpanda ist das bessere Nuri, also insofern auch bei den Kunden. Ich würde gerne mal wissen, wie viel AUM sie haben. Also Assets Under Management ist ja manchmal auch so eine Größe. Ja. Das sagen sie halt nicht, aber das wäre auch mal eine relevante Zahl. Ja, dann das niederländische Fintech. Warte ganz kurz. Bist du bei denen eigentlich immer in deren eigenen, also sind sie immer dein Custodian oder kannst du auch Self-Custody betreiben bei denen, weil dann weißt du das nämlich eigentlich gar nicht? Gute Frage, also ich bin da schon lange nicht mehr da gewesen, da waren die der Custodian, ich habe kein Self-Custody gehabt. Not your keys, not your coin. Ja, ich bin alter Banker, ich glaube immer noch dran, dass ich irgendjemand habe, wenn was schief geht, wo ich anrufen kann, sagen kann, gib mir meine Kohle. Träumer. Gehen wir zum nächsten. Bitwavo, das niederländische Fintech Bitwavo, kommt nach Deutschland und ist im Grunde dann Konkurrenz zu Bitpanda, also nutzen den Rückzug von Binance aus den europäischen Märkten, versuchen quasi als Kryptobörse jetzt eine Europa-Expansion voranzutreiben. Aber gleichzeitig mit der Krypto-Verwahrlizenz der BaFin, also das muss man schon sagen, das haben sie geschafft. Ja. Ich kannte sie gar nicht, aber sagte mir auch glaube, nichts, genau. Wenn man alle Kryptobörsen kennen würde, hat man wahrscheinlich keinen Platz mehr in seinem Kopf für andere Dinge. Ja, absolut. Ja. Dann haben wir vorhin über Ivocar und Check24 gesprochen. Im gleichen Segment ist Aux Money teilweise unterwegs, nämlich Kreditvermittlung sowohl an KMUs als auch an Endkunden. Die haben jetzt einen Konkurrenten übernommen, nämlich den niederländischen Konkurrenten Lender und Spender.
Investition beläuft sich auf einen zweistellige Millionenbetrag, also insofern eine kleine Übernahme. Und Länder und Spender wird als Tochtergesellschaft von Aux Money operieren und insofern Expansion von Aux Money, die ja seit Jahren auch profitabel sind. Jochen, zum Thema Aux Money. Glaubst du, dass Aux Money Barclays Deutschland übernimmt? Die Frage ist, was ist der Preis, der für Barclays Deutschland aufgerufen wird? Also es würde zu Aux Money durchaus passen, weil sie natürlich eine sehr starke Konsumentenfinanzierungsfokus haben, wo sie ursprünglich herkommen mit P2P-Lending, wo es eigentlich kein P2P mehr ist, sondern B2C-Lending sozusagen. Und insofern würde passen. Ich glaube nicht, dass sie so einen großen Brocken schuldet. Wenn der Brocken denn noch so groß ist. Wenn er noch so groß ist, ja, das ist eine andere Frage. Genau. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, steht er gerade im Schaufenster, ne? Ja, würde ich drauf wetten, eher nein. Weil du musst natürlich sehen, bei Barclays, das ist ja im Grunde ein Branch von der britischen Barclays. Das heißt, derjenige, der das übernimmt, muss die komplette Infrastruktur selbst hochziehen. Also sprich Kartenprocessing, Kartenissuing, Risikomanagement etc. Das ist ja extrem stark verwoben mit Barclays UK. Und das macht eigentlich nur Sinn für jemanden, der auch diese Infrastruktur heute schon hat und dann quasi nur die Kunden und die Kunden migrieren muss. Aux Money hat dieses ganze Kartenissuing nicht und muss das richtig aufbauen. Deswegen glaube ich nicht, dass die so sehr gut zusammenpassen. Aber so eine schöne Story. Wenn du schön ja. Nee, ich dachte gerade drüber nach. So. Ja, Fintech und Bank ist auf jeden Fall eine geile Story, genau. Genau. Ich meine, das hat man ja schon mal. Das hat ja schon mal Raisin gemacht, aber auf einem anderen Niveau. Absolut, genau. Ja. Dann das amerikanische Unternehmen Pandadoc, die kannte ich vorher nicht, haben Denario in Berlin übernommen. Denario ist so eine Zahlungsmanagement-Lösung, die letztendlich end-to-end diese ganzen Prozesse, Billing und Dunning und diese ganzen Automatisierungslösungen darum übernehmen. Und offensichtlich Pandadoc, da ist der Doc irgendwie mit drin, machen das Gleiche aus amerikanischer Sicht und haben sich dann vermutlich, zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich auch für günstiges Geld, eine Plattform in Europa gekauft. Du hast gerade eine andere Sprache gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Dunning ist, da fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Mahnprozess. Ja. Ne, generell, aus den ganzen Worten, Pandadoc, Denario, was auch immer, Dunning. Ja, also Zahlungsverkehrsprozesse, nachgelagerte und vorgelagerte Zahlungsverkehrsprozesse, Rechnungen, Mahnprozesse und alles, Rewe, was darum geht. Genau, du willst weitermachen. Rewe integriert Mobile Payment in seine App und zwar Rewe Pay. Jetzt hat ja Rewe einen eigenen PSP. Jetzt stellt mich die Frage, ob das von Payment Tools kommt, das Zahlsystem, oder ob das eine externe Lösung ist. Also hier heißt das. Nee, ist von Payment Tools. Ist von Payment Tools. Ja, entwickelt Payment Tools, aber ob dann tatsächlich das Payment Tools nur ein PSP ist oder tatsächlich auch Risikomanagement macht, müssen wir mal schauen. Ist denn Rewe nicht noch Payback-Kunde? Ja, und das soll wohl ein Ersatz für Payback Pay sein, was ja letztendlich auch nichts anderes ist, als ich gebe einen Barcode und habe einen Lastschrift hinten dran. Also das ist ja nichts herausragend Innovatives. Bei Lidl geht das schon länger, ne? Bei Lidl geht es auch länger und das auch auf. Ist das erfolgreich? Funktioniert nur nicht. Also ich bin regelmäßig bei Lidl. Ich verdiene jetzt nicht nur 3,50 Euro im Monat, bin aber für Lidl nicht. Und die sehen jedes Mal, mein Warenkorb ist jedes Mal irgendwie 120 bis 160 Euro für einen Familieneinkauf. Und mache das seit, weiß ich nicht, Jahren. Also sie sehen, da kommt ein Kunde, der zahlt jede Woche, wenn er da ist, größere Beträge. Ich bin nicht gut für mehr als 100 Euro. Und wenn halt mein Warenkorb mehr als 100 Euro ist und Rewe und Lidl sagt, du kannst nicht mehr als 100 Euro bezahlen, zahle ich halt weiterhin mit Amex. Und das ist eines meiner Probleme dieser Sternchen-Pays. Ich glaube, die verwechseln alle, dass ein cooles Frontend doch kein gutes Risikomanagement ist. Und am Ende des Tages muss beides cool sein. Wo ist denn der Mehrwert bei Rewe Pay? Steckt da noch irgendwie Loyalty mit dahinter? Ja, ich nehme an, dass da Loyalty mit dazu hängt, weil sie verabschieden sich ja insgesamt vom Payback. Okay, verstanden. Okay. Gut, dann muss natürlich Payment mit rein. Ja. Ja. Let's see. Also, ich war mal ein großer Freund von diesen ganzen Lösungen, weil sie sowas zu sein schienen, wie die Kombination aus Loyalty und Payment. Und sie versuchen es ja immer wieder. Aber du weißt ja, ich bin ja sowieso kein Loyalty-Freund beziehungsweise Nutzer. Und deshalb
ich habe keine von diesen einzelnen Payment-Lösungen oder Loyalty-Lösungen auf meinem Handy. Ja, es muss halt nur funktionieren. Also Payback Pay kann ich auch mal eine Kreditkarte legen und da habe ich diese Probleme nicht. Das hat sich, Jochen, weißt du, das waren damals Lösungen für den Fall, dass entweder gar kein Payment oder halt irgendwie nur Kartenpayments da waren. Ja. Da ich ja einfach mittlerweile immer, wenn es möglich ist, mit der Uhr bezahle, ich würde nicht irgendwie einen anderen Formfaktor rausholen. Also das Ding müsste dann halt auch schon wieder so convenient sein, wie es halt heute ist. Also dieser Moment, da einfach die Uhr auf das Display drauf zu halten. Und du merkst ja mittlerweile schon im Restaurant oder im Café, dass die mit den mobilen Terminals einfach sofort das Ding auf deine Uhr drauf halten. Ja, also ja, das ist total, ja, also das, ja, die Geschwindigkeit und die Convenience, wenn man das so sagen darf, Convenience an der Stelle, ist sowohl für den Verkäufer als auch für den Zahlen oder für den Verkäufer als auch für den Zahlenden echt unfassbar groß mit dieser bekloppten Uhr oder auch mit dem Handy. Ja. Und einfach nur drauf zu halten. Also jetzt nochmal wieder QR-Code fotografieren. Das dauert einfach alles länger. Stimmt. Wo Payback Pay einen Riesenvorteil für mich immer hatte, war bei DM, weil ich dann den Prozess des Scans der Payback-Karte und Bezahlen quasi in einem. Nochmal, wenn du halt ein Loyalty-Typ bist, dann wenn ich fein. Moment, bin ich. Jetzt hat DM ihre eigene Loyalty-App, aber da funktioniert Payback Pay nicht mehr. Das heißt, DM hat zwar noch Payback integriert, irgendwie mit Punkte, aber hat Payback Pay in der DM-App nicht mehr drin und sind quasi 5 Schritte zurückgegangen im Vergleich zu dem, was sie vorher schon waren. Und da sagt man, muss man sagen, so, naja, also diese ganzen, wie gesagt, Stern-Pays, Händler-Pays, sind alle, glaube ich, nicht so 100% end-to-end durchdacht. Na gut. Per Finance, das Inkasso-Unternehmen von, ich glaube, ex-Finlieb oder sind die noch bei Finlieb irgendwie drin? Nee, ich glaube, die sind verkauft, ne? Sind verkauft, okay. Per Finance startet Inkasso in der Schweiz. Gibt's da Inkasso? Braucht man das in der Schweiz? Ich dachte, die haben alle Geld. Nur weil du Geld hast, heißt nicht lange nicht, dass du auch bezahlst. Also ich kenne auch ein paar andere Inkasso-Gesellschaften in der Schweiz, braucht man wohl. Ja. Aber erinnere dich, wir hatten mal einen Sponsor aus der Schweiz. Ich wusste, ich habe auch gerade gibt es die eigentlich noch und gibt es den Typen noch? Ich glaube, ich muss mal googeln, ob es die Seidler, noch gibt. Seidler. Ach, was habe ich gerade gesagt? Da brauchten wir sowas auch. Gehen wir zum nächsten Punkt. Nein, aber Glückwunsch, also Per Finance, mal ganz im Ernst. Es gab eine ganze Menge von diesen Inkasso-Unternehmen im Laufe der ganzen Fintech-Welle. Nicht viele haben sich so richtig durchgesetzt. Es gibt Inkasso schon immer. Und die es dann wirklich angefangen haben, technologiegetrieben nochmal auf ein neues Limo zu heben, davon war Per Finance mit Sicherheit nicht der Erste und mit Sicherheit nicht der Einzige. Und trotzdem haben die sich wirklich echt durchgesetzt, weil das Team, das höre ich immer wieder auch von Ramin, einfach echt unglaublich gut gewesen sein muss. Und insofern Glückwunsch, dass sie jetzt auch in der Schweiz gestartet sind, weil das ist ja nicht das zweite Land, sondern sie sind mittlerweile schon in Österreich, Holland, Belgien, Frankreich, glaube ich, unterwegs. Und insofern Congrats an das Gründerteam. Du sagst, das Team ist gut. Wenn ich mir die Finlieb Ventures anschaue, gibt es 2 Finlieb Ventures, die durchgestartet sind, wo das Team bis heute das gleiche ist. Per Finance und Clark. Ja. Bei allen anderen Bäumchen wechsel dich. Mit ständig rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und wir werden gleich über die Solaris Bank reden. Da ist es ja auch der Fall. Und auch Solaris Bank ist erfolgreich. Ich möchte es nicht schlecht reden. Aber vielleicht gibt es doch eine Korrelation zwischen gutem Gründerteam und Ausdauer beim Gründerteam und dann Skalierung und eine weniger gute Korrelation zwischen, ich muss alle x Monate mal das Gründerteam austauschen, weil dann vielleicht das Startup nicht mehr funktioniert. Das ist aber eher eine Generalkritik von Herrn Siegert aus Bonn an der Unternehmensführung oder beziehungsweise an Fintech-Gründungen oder Company-Building. Hat aber nichts mit Per Finance zu tun, nur indirekt, weil da das Gründerteam einfach gut ist. Absolut. Ich gucke einfach nur, verbinde einfach nur und denke, vielleicht hat das eine mit dem anderen doch was zu tun. Aber schauen wir mal bei der nächsten Meldung. So, jetzt bin ich gespannt, wie du das Unternehmen aussprichst. Hive. Weiß nicht, genau. Das niederländische Krypto-Startup Hive. Geschrieben, Hype geschrieben, kommt auch nach Deutschland, hatten wir gerade eben, die Holländer sind da offensichtlich sehr aktiv, haben auch eine Wertpapierhandelslizenz von der BaFin bekommen und plant Banken, Brokern, Asset Managern den Handel von elektronischen Wertpapieren und Kryptowährungen anzubieten. Also genau so etwas, so wie das Banker Scheich, Tradias, ne? Also jemand, der im Grunde Market Making macht für den Bereich Krypto. Die Kollegen haben das, glaube ich, schon mal versucht, am Anfang mit den Kollegen von der Sutor Bank.
sind dann aber nur einen Schritt wieder zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir müssen das Ganze dann doch nochmal von der Pike auf machen. Und sind dann den harten Weg gegangen mit einer eigenen Lizenz, mit einer eigenen, wie du es gerade schon beschrieben hast, Wertpapier-Handelslizenz. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sogar auch in Richtung Kryptoverwahrung gehen. Weil das ist ja immer eine Frage, wo beginnt deine Wertschöpfung, wo endet sie? Ist natürlich ein Geschäft, was total abhängig davon ist, wie gerade der Kryptomarkt ist, also wie viel wirklich gehandelt wird. Und dann kannst du natürlich gutes Geld verdienen, weil du den Spread stellst und weil du natürlich als Market Maker da gerade in diesen relativ noch undurchsichtigen Krypto-Spiel einfach einen ganz guten Spread daraus nehmen kannst. Also mal gucken. Also ein Konkurrent zu ein paar, die heute schon da sind. Es gibt natürlich noch ein paar andere internationale, sowas wie Flow Traders, die das Gleiche machen, die halt auch eine ganz andere Größe nochmal haben, aber let's see, ob sie erfolgreich werden. Absolut. Und man sieht ja im Moment mehr und mehr, dass groß etablierte Player in den Kryptobereich reingehen. Hier die ganze ETF-Geschichte in USA, Grayscale, BlackRock ist im Moment dabei. Insofern, man merkt, dass die etablierten großen Finanzdienstleister aufwachen und das quasi insourcen mit Dienstleistern und es eben nicht spezialisierten Krypto-Tradern überlassen. Was heißen wird, dass dann eher die Flow-Traders dieser Welt die richtigen Market-Maker sind, ne? Und nicht die eher kleineren Nischenanbieter. Und du hast gerade einen ganz guten Punkt noch gesagt, das haben wir als News gar nicht drauf, aber das ist, glaube ich, echt gerade ganz wichtig, dass in den USA gerade relativ viele Entscheidungen gerade getroffen werden, wie soll ich das sagen, pro Krypto, ne? Also die SEC, die ja die ganze Zeit da auch gegen geschossen hat und mehr oder weniger, was heißt geschossen, das klingt so, aber jedenfalls versucht hat, dem einen oder anderen das Thema auch schwerer zu machen, wird an der einen oder anderen Stelle gerade eingebremst. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, Grayscale, einer der Crypto Asset Manager, hat gerade es geschafft, wohl ein ETF-Filing hinzubekommen. Die Kollegen von BlackRock sind auch auf dem Weg und ein paar andere Asset Manager auch. Also was wir halt da sehen, ist in der Tat, das bestehende Konstrukte, die wir halt kennen aus dem klassischen Anlagegeschäft, genutzt werden, um halt in diese sogenannten Wrapper dann halt auch jetzt mittlerweile Krypto reinzubringen. Und damit wird, glaube ich, auch der sowohl institutionelle als auch der Retail-Markt nochmal mit anderen Produkten, aber mit Krypto hinterlegten Produkten angesprochen werden können. Und hat, glaube ich, auch dazu geführt, der Grayscale-Erfolg in Anführungszeichen vor Gericht, dass der Bitcoin-Aktienkurs in den letzten Tagen nochmal deutlich nach oben gegangen ist. Ja, aber gut, der ist schon wieder zurückgekommen. Ja, aber erstmal nach oben gegangen. Also, das wollte ich nur sagen. Also, diese Meldung hat schon eine Relevanz gehabt. Ja, ich glaube, das ist der Grund für den nächsten Bitcoin-Hype und nächste große Bitcoin-Preis. Plus Halving, ne? Dass die etablierten Finanzdienstleister in das Thema einsteigen. Und letztendlich, was ist der Unterschied zwischen Krypto und einem anderen digitalen Asset? Eigentlich nicht. Das liegt dann in der Hand der großen etablierten Asset Manager und der etablierten Banken. Und mal gucken, wie die Exchanges, die teilweise schon pleite gegangen sind, teilweise sehr dubios und undurchsichtig sind wie Binance, wie die dann langfristig überleben können. Genau, und dann kommen wir auch wieder zurück zu dem ganzen Thema Stablecoin, also zu unserer allerersten Meldung, weil irgendwo brauchst du ja auch wieder ein Settlement Asset und dann würde die spannende Frage sein, wer dieses Settlement Asset zur Verfügung stellt. Ja, absolut. Kommen wir von den Meldungen, der Unternehmensmeldung, jetzt zu den Personalmeldungen. Da ist jetzt wieder einiges in diesem Monat auch passiert. In den letzten Monaten war es ja relativ ruhig. Fangen wir an mit Jörg Howein, Chief Product Officer von der Solaris Bank. Der verlässt die Solaris Bank. Der neue Solaris Bank CEO, oder heißt er nicht mehr Solaris Bank, heißt er jetzt Solaris, Höltgemeier, ex-Barclaycard, by the way, räumt wohl auf. Da verlassen wir mit einige das Haus. Unter anderem Jörg Howein, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade und finde ich ein großer Verlust für die Solaris. Ach, ich glaube, es ist immer eine Frage der Zeit, ne? Und Jörg war von Anfang an bei der Solaris Bank dabei, hat das Produkt. Nein, nicht von Anfang an. War früh, aber. Ja, also vielleicht nicht ganz so wie Tristan, der ja auf der letzten BEX dabei war, aber schon sehr, sehr früh dabei und war für das Produkt sehr lange verantwortlich. Und ich glaube, es ist dann echt einfach mal eine Frage, was machst du weiter? Und ich glaube, für Jörg ist das ein guter Zeitpunkt, dann irgendwann nochmal rauszugehen, weil das Unternehmen verändert sich gerade, hast du gerade schon angedeutet, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss, glaube ich, viel stärker in Richtung Profitabilität gehen. Und Jörg war natürlich sehr stark darauf auch fokussiert,
eine richtige Plattform, ein richtiges Produkt zu bauen und halt auch zu gucken, wie du halt noch mehr und mehr Kunden darauf bekommst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt erstmal ein bisschen Stabilität da reinkommt, nicht mehr so viel gebaut wird, das Produkt vielleicht auch erstmal auf dem Stand mehr oder weniger gehalten wird, wie es heute ist, um dann neue Kunden drauf zu bekommen. Insofern kann ich es, glaube ich, inhaltlich nachvollziehen, alles nur gerade so gedeutet. Und dann, wie gesagt, wenn du so 5 bis 8 Jahre jetzt an dem Thema mit heißer Nadel und mit ganz viel Kraft gearbeitet hast und bei Jörg, dann kann ich mir vorstellen, dass er da einfach auch mal eine Zeit braucht, einfach wieder da rauszugehen. Ja, ich schaue ein bisschen anders drauf. Ich schaue eher so drauf nach dem Motto, was sind denn die Skillsets? Und Jörg ist natürlich ein sehr stark Tech-Plattform-fokussiertes Produkt-Skillset. Ja, wobei er ehrlich gesagt ein Berater war, der früher Banker gelernt hat. Ja, trotzdem, lass mich mal ausreden. Was jetzt offensichtlich heute schwer. Was jetzt offensichtlich mehr gefragt wird, ist offensichtlich ein kartenfokussiertes Mindset. Wir haben gerade eben mit dem CEO gesprochen, der Ex-Barclaycard ist. Das große Revenue-Portfolio ist das ADAC-Portfolio. Da wissen wir, dass die Solaris Bank. Du weißt nicht, wer der neue CEO, die neue CPO wird. Also vielleicht wird das ja auch jemand aus der Bankenwelt und gar nicht aus der Kartenwelt. Aber also das ist jetzt gerade Spekulation. Ja, aber ich glaube eher, dass es eher jemand Etabliertes ist mit Karten-Know-how und weniger Tech. Plattform-Know-how wie Jörg. Mal gucken. Wir werden es ja sehen, wer Nachfolger wird. Der oder die werden ja bestimmt bei uns auch hier besprochen werden. Ja. Linda Urban wechselt zur ApoBank. ApoBank verstärkt Risikomanagement und die kommt von Liquid, dem, ich weiß gar nicht, wie man Liquid eigentlich bezeichnet. Die war mal so ein Robo-Advisor. Ich glaube, mittlerweile Vermögensmanagement-Plattform, oder? Ja, jetzt vielleicht sogar ein kleiner Asset-Manager, ne? Ja. Also, Gratulation zu ApoBank. ApoBank hat ja auch gerade unfassbar gute Zahlen wieder vorgelegt. Also man kann es ja gar nicht fassen, aber die Zinswende hat ja bei denen auch wirklich richtig Geld in die Kassen gespült. Ja. Vielleicht haben sie nochmal Zeit für eine Kernbank-Migration. Geld, nicht Zeit. Aber ja. Nee, aber ich finde es sehr, sehr positiv, dass jetzt auch mal wieder Leute zur ApoBank wechseln. Sonst haben wir immer genau umgekehrt die Meldungen verlegt. Nee, das sind ja auch immer wieder Leute hingegangen. Nur das war halt ein Wechsel von Vorstand weg. Und dann, natürlich kam immer jemand Neues nach. Aber wir haben eher darüber gesprochen, dass jemand gegangen ist. Ja, genau. Ist, wurde. Insofern Gratulation vor allem Fintech-Know-how bei der ApoBank. Ja, wobei sie halt auch vorher bei Merck Fink war. Sie war vorher bei Merck Fink, ja, aber wenn man mal eine Zeit lang im Fintech gearbeitet hat, das öffnet dann doch die Horizonte. Das kann man aber bei Liquid ja schon ein sehr traditionelles. Ja, trotzdem immer noch ein Fintech. Immer noch ein Fintech. apropos Fintech, Christoph Ivanjec, ich weiß auch gar nicht, wie man den genauen Nachnamen ausspricht. Christoph, wenn du das hören solltest, sag mal, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Ehemaliger CFO von Nuri, über den wir gerade eben schon gesprochen haben. Vorher war er, glaube ich, bei der LBBW. Geht zu Token.com. Nicht zu verwechseln mit dem Token.io, die PSD2-Dienstleister ist, sondern bleibt im Kryptobereich bei Token.com. Ich glaube, wenn du halt, und das hat er ja nun mal gemacht in den letzten, fast schon im letzten Jahrzehnt, im Krypto-DLT-Ökosystem einmal unterwegs warst, gehst du da auch mehr oder weniger nicht mehr raus. Und Christoph fand ich halt einen wirklich der ruhenden Pole auch die ganze Zeit. Absolut. bei Nuri. Ja. Auch in seiner Kommunikation fand ich ihn immer echt sehr angenehm und sehr offen und sehr ehrlich. Und insofern, glaube ich, ist er ein Gewinn für jedes Unternehmen und hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und super viel Know-how. Also ich meine, er ist nun mal ein Banker, hat da schon diese alten, ganz klassischen Erfahrungen und hat halt auch sehr, sehr früh schon bei Nuri schon lange davor, also bei Bitwala damals schon angefangen, also als auch die ursprünglichen Gründer noch dabei waren. Also er ist ja nicht die ganze Zeit dann auch den ganzen Weg parallel mitgegangen und wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fehler, den man da gemacht hat, mit Sicherheit nicht normal machen. Ja, absolut. Dann, wir haben schon über Nexi gesprochen und über Katrin Stark, die vorher bei Orderbird war und jetzt bei unser ist. Orderbird stellt das Führungsteam komplett neu auf. Marc Schön, der CEO, und Jakob Schrauer, Gründer und Chief Strategy Officer, mit dem wir auch einen Podcast schon mal hatten, verlassen das Unternehmen bzw. sind schon raus und deswegen gibt es ein komplett neues Unternehmen. David Feichter wird der bisherige Chief Product Officer, wird zum CEO und Peter Helf bleibt Finanzvorstand oder CFO, die Position, die Katrin Stark vorher hatte. Hey, Orderbird hat es dann irgendwie auch geschafft, da relevant zu bleiben. Ich glaube, sie hatten auch eine andere Wachstumsfantasie, aber trotzdem finde ich es toll, dass sie halt
es geschafft haben, als eines der allerersten POS-Fintechs aus Deutschland heraus da zu bleiben und immer noch da zu sein. Jetzt als Teil wiederum der Nexi Group halt auch Teil von was Größerem zu sein. Und ich freue mich echt für Jakob, dass er das jetzt auch übergeben hat und möglicherweise Zeit für andere Dinge hat. Absolut. Und am besten vielleicht nochmal den Podcast hören mit Jakob, wo er die ganze Story von Orderboard bei uns gesprochen hat. Der ist im Grunde so ein Evergreen. Das lohnt sich, da immer wieder reinzuhören. Er ist einfach ein super eloquenter und netter Kerl. Absolut, absolut. Roland Volz, der ehemalige CEO von der Solaris Bank, über den wir gerade gesprochen hatten, wird CEO bei CloudPay. Ich bin echt überrascht gewesen, dass der so schnell was Neues macht. Ja, das hat mich auch überrascht. Ich dachte, der macht gar nichts mehr, wird nur Berater oder so. Keine Ahnung. Ich meine, ich finde Roland ja einen tollen Typ und der hat ja einfach auch ein geiles Execution-Gen in sich. Ja. Aber dass er halt so schnell dann in das nächste Ding reingeht. Ich meine, manchmal sind es ja einfach die Gelegenheiten. Also deshalb, ich war einfach nur verwundert. Also congrats. Der ist ja einfach wirklich ein Execution-Typ und deshalb finde ich toll, dass er was Neues macht. Und dass er halt auch der Fintech-Welt erhalten bleibt. Absolut. Dann Smart InsurTech holt Sebastian Langreher. Die gehören zu Hyperport, die auch so ein bisschen unter dem aktuellen Immobilienkrise zu leiden haben. Und die holen als Chief Sales Officer den Sebastian. Genau, also Roland Slapke ist ja genau einfach echt auch ein geiler Gründer. Ne? Also hat man ja auch auf der letzten Finance Forward hat er auch gesprochen und auch im Podcast mal bei denen müssten wir eigentlich auch mal mit ihm einen machen. Die sind ja wirklich so diversifiziert mittlerweile und haben ja aus der ursprünglichen Hypoport so viele Untermarken gemacht und dass sie da in das Thema Insurance reingehen, Smart Insure Tech, war mir gar nicht so richtig bewusst. Und Sebastian kenne ich ja wirklich ganz gut, weil er ja eine Zeit lang auch bei Figo gearbeitet hat. Der ist nun mal einfach echt ein Versicherungstyp und wenn man halt jemanden aus der Versicherungsbranche haben will und der Vertrieb kann und der halt auch das Thema Tech ein bisschen versteht und verstanden hat, ist das mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Ja, dann auch ein ehemaliger Gast oder Gästin vom Podcast, Marianne Wildi, war CEO von der Hypothekarbank Lenzburg in Österreich. Nein, Schweiz. Nicht? Schweiz? Okay, sorry. Ich weiß auf jeden Fall, den Podcast. Allein der Name Wildi sollte dir das schon sagen. Ja, gut. Heißt ja nicht, dass man unbedingt dann auch in der Schweiz dann auch arbeitet. Ich kann mich noch an den Podcast sehr, sehr gut erinnern, weil die einen sehr guten Tech-Background hatte. Super ist die. Die verlassen die Bank kann man nicht sagen. Also ich tritt zurück als CEO, geht in den Beirat und wird auch Präsidentin von Finstar, dem ausgegliederten IT-Unternehmen. Also ich fand, Marianne war einer der besten oder einer der beeindruckendsten Gästinnen über die letzten Jahre, die wir hatten. Und das, was die gemacht hat mit dieser relativ kleinen Bank, als diese Bank mehr oder weniger als Tech-Unternehmen aufzubauen und das ganze Thema API super schnell verstanden zu haben und das zu nutzen für sich und im Grunde genommen so eine Art Mini-Solaris für die Schweiz da hinzusetzen, ist super beeindruckend. Ja. Die hat mich in ihrer Power immer an jemanden erinnert, den du auch kennst, der halt eher aus der Payment-Welt kam und auch in so einer klassischen Bank war, nämlich Hermann. Die hätten sich, glaube ich, auch gut verstanden, weil sie wahrscheinlich irgendwie viele, viele Geschichten sich hätten erzählen können. Wobei der halt eher noch so ein bisschen so Cowboy-mäßig war und sie fand ich so unfassbar gelassen auf eine gewisse Art und Weise. Und ich hätte so gerne so häufig mal Mäuschen gespielt in diesen Diskussionen, die in dieser Bank geführt haben müssen. Ja, und sie ist ja, glaube ich, auch witzigerweise, glaube ich, sogar auch Software-Engineerin gewesen, wenn ich mich richtig erinnere an den Podcast. Ja, ja. Toll, also freut mich total und wirklich sehr beeindruckend. Kann man wirklich sehr gerne nochmal hören und sehr gut nochmal hören den Podcast mit ihr, wie der mit Jakob. Eher so ein Evergreen, weil er nicht keinen aktuellen Bezug hat, sondern wirklich die Geschichte von ihr und auch ein Stück weit von dieser sehr kleinen, aber sehr beeindruckenden Bank erzählt. Ja, und eine Verwaltungsratsposition, dann hat es auch die Spitze vom Verwaltungsrat in der Schweiz, ist auch was anderes als so ein Frühstücksdirektorenposten im Aufsichtsrat in Deutschland, sondern das ist viel strategischer und viel operativer als so ein Aufsichtsrat hier in Deutschland. Von daher, sie bleibt ja dem Unternehmen dann auf jeden Fall, oder der Bank, sehr, sehr strategisch und wichtig bleibt zu erhalten. Ja. Dann gehen wir weiter. Mambu, das Berliner Fintech im Kernbankensystem, ernennt Fernando
Zandona, der war bislang Interim-Geschäftsführer, nun zum tatsächlichen Geschäftsführer. Haben wir noch nie geschafft, jemanden von denen im Podcast zu haben. Ich weiß gar nicht, warum. Also es ist irgendwie echt, da haben wir auch keinen Draht zu. Also wenn jemand einen Draht mal zu Mambu hat und vielleicht möglicherweise den ursprünglichen Gründer oder jetzt einen von denen, von dem Senior Management mal in den Podcast hier empfehlen kann, würde ich mich echt drüber freuen. Also ob du den machst, ob ich den mache, ob der Raphael den macht oder wie auch immer, fände ich jedenfalls gut. Ich kann ja mal über den einen Gesellschafter sagen, wie sie. Commerz Venture. Draht. Genau, wir haben einen guten Draht zu. Also Patrick oder genau. Stefan, wenn ihr uns hört. Ja, dann Mirko Kraul wird CEO von Otto Payments. Gefühlt war das eigentlich schon immer der Fall. Aber jetzt ich habe dich vorhin gefragt, als du sagtest, Mirko muss man auf die Personalliste bringen. So, wo ist er hin? Also wo ist er hingerannt? Oder wohin ist er weggelaufen? Nee, er ist nicht weggelaufen, sondern da, wo ich eigentlich gedacht habe, wo er die ganze Zeit schon wäre. Ja, ich fand es interessant, die HR-Vorständin von der Otto-Gruppe hat extra einen großen LinkedIn-Post gemacht, wo sie ihm gratuliert hat. Und insofern war er wohl noch nicht CEO. Also insofern, Mirko, jetzt Gratulation zum Job. Er war ja auch schon hier ein paar Mal im Podcast, war auf unseren Konferenzen. Ja, auch ein bisschen Evergreen. Ein sehr, sehr guter Podcast mit Mirko zum Thema AI. Und ja. Noch lange vor der Phase, wo AI so ein richtiges Hype-Thema war. Raphael und Mirko zum Thema AI ist wirklich ein richtig guter Evergreen. Ja. Und letzte Meldung, heute ganz frisch. Gil Bianrosa oder Gil. Keine Ahnung. Ich bin so froh, dass du heute die Meldung vorliest. Wechselt zu irgendeinem US-Startup, ist bislang Chief Product Officer von der N26 Bank gewesen und zieht dann in den N26 Aufsichtsrat ein. Wie lange war der da? Keine Ahnung, aber er ist insofern der nächste Abgang, auch wenn es kein wirklicher Abgang ist, weil er bleibt im Aufsichtsrat. Aber es ist dann doch ein weiteres Puzzlestück in einem Gesamtbild, wo man sagt, so irgendwie gibt es da aus meiner Sicht ein paar HR-Probleme. Ist es ein HR-Problem oder ist es ein anderes Problem? Ja, gut. Also es gibt ein HR-Problem, was der Grund für das HR-Problem ist, ist natürlich dann eine andere Frage. Wobei, also wenn du das Posting anschaust, der hat sich 10.000 Mal bedankt bei den beiden Gründern. Ja, wenn du in den Aufsichtsrat ziehst. Ja. Also ja, eine weitere wichtige Position muss neu besetzt werden bei N26. Markus wird es feiern. Hat er schon groß begrüßt in LinkedIn. Hallo Markus, wenn du uns zuhörst. Das waren die Meldungen des Augusts. Erstaunlich viele für den Urlaubsmonat. Aber vielleicht liegt es daran, dass NRW schon Anfang August die Schulferien vorbei sind und deswegen. Viele Meldungen waren aus Berlin und Berlin hat gerade erst jetzt die Ferien vorbei. Tja, dann vielleicht liegt es da, keine Ahnung. Noch ein kleiner Hinweis auf Berlin und das Fintech-Triple im November. Die ehemalige Transactions, die ehemalige CryptX und das Fintech des Jahres finden dieses Jahr nicht in Frankfurt statt, sondern in Berlin, nennt sich Fintech-Triple. Wir haben jetzt schon die ersten Speaker-Announcements draußen. Es gibt einen Talk, einen Fireside-Chat zwischen mir und Frank Müller zum Thema BaFin-Probleme der Fintechs. Es gibt ein. Ihr redet doch eh über Fußball oder sowas. Nee, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Deswegen mache ich das nicht du. wir reden über BaFin-Thematiken, dass der Startup-Gründer nachts noch ein bisschen schlafen kann. Und wir reden über den digitalen Euro. Haben wir Bundesbank da? Wir haben die. Egal, also digitaler Euro. Fällt mir nicht ein oder auf die Webseite gehen. Insofern, wir haben jetzt mehr und mehr erste Speaker draußen. Da kommen noch mehr. 3 Tage Fintech, sehr spannendes Netzwerktool in der alten Münze in Berlin, zentralen Ort, wo früher das Geld geprägt wurde. Und ich war da auch schon mal, da war die... Also jetzt sei mal ein bisschen lieber zu N26, weil die sitzen direkt daneben. Nicht, dass sie dann irgendwie da rüberkommen und dir auf die Nase hauen. Da war auch eine coole 90er-Jahre-Ausstellung inklusive Love Parade-Ausstellung und Techno-Ausstellung in der alten Münze, kann ich mich noch erinnern. War sehr cool da. Der Opa erzählt vom Krieg, wir müssen aufhören. Das ist nicht so lange her, das ist irgendwie 1,5 Jahre her oder so. Aber die Love Parade. Ja.
Ja, also insofern kommt gerne, schaut euch das Line-Up an, was wir zusammengetragen haben. Weitere Speaker kommen noch, während wir die Vermarktung hochziehen. Und wird ein tolles Event, klasse Treffen. Und eben nicht klein, sondern schon nennenswert. Also insofern, und ich hoffe, es ist nicht nur ein Klassentreffen, sondern wir schaffen es auch in Berlin mal wieder ein paar neue Leute hinzubekommen. Weil ich möchte dann auch ein paar Sitzenbleiber und ein paar Aufholer sozusagen dann auch da sehen bei dem Klassentreffen. Natürlich kommen auch ein paar Leute dahin, die immer schon da sind, worüber ich mich sehr freue. Aber ich glaube, wir müssen da einfach und sollten schauen, dass wir halt dann auch die Berliner Community dahin bekommen. Weil das Ganze ist ja nicht nur Transaction, sondern halt auch Krypto. Und ich glaube, man hat in Deutschland jedenfalls keine spannendere Kryptostadt als Berlin. Und insofern freue ich mich darüber, wenn halt auch diese Audience uns in Berlin erfreut. Jetzt weiß ich, auf welcher Leitung ich stand, der mir eingefallen ist. Joachim Schmalzl vom Sparkassen-Giroverband, der Vorstandsmitglied, kommt auch zum Thema digitale Euro. Da hören wir vielleicht auch ein bisschen was zum Thema EPI. Den wir kürzlich übrigens bei dem Podcast hatten. Genau. Gut, das war's. Das war der August und mal gucken, wie der September wird. Und danke dir, André, und bis in einem Monat. Tschüss.